Mehr für alle, die hart arbeiten. Wiener Öffi-Kontrolleurin verprügelte eine Schwarzfahrerin. Erdbeben in Marokko, Leuchten lässt Forscher rätseln. Angst vor Nipah-Virus in Indien. Und globale Klimademos mit tausenden Teilnehmern. Hallo und guten Abend. Ja, das und mehr sehen Sie heute bei den Krone News am Freitag, den 15. September. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Die Regierung verspricht, das letzte Drittel der abgeschafften kalten Progression sollte jenen zugutekommen, die hart arbeiten. Es geht immerhin um 1,2 Milliarden Euro, die verteilt werden. Es wird genutzt, um Einkommen und Pensionen niedriger zu besteuern, Überstunden attraktiver zu machen und Familien zu entlasten. Leistung muss sich lohnen, betonte Bundeskanzler Karl Nehammer mehrfach. Mit Jahresbeginn wurde die kalte Progression abgeschafft. Zwei Drittel davon sollen automatisch an die Steuerzahler zurückgehen, so die Bundesregierung. Das verbleibende letzte Drittel soll nun vor allem Erwerbstätigen, Familien und Pensionisten zugutekommen. 1,2 Milliarden Euro gehen direkt an die Menschen zurück, die etwas leisten in unserem Land, so Bundeskanzler Karl Nehammer. Denn Leistung soll sich lohnen und wer mehr arbeitet, der hat auch was davon. Es gehe vor allem um die Entlastung von Erwerbseinkommen und Pensionen, aber auch um die Bekämpfung des Arbeitskräftemangels und die Entlastung von Familien. Mit 01.01.2024 sollen Sozial- und Familienleistungen zur Gänze valorisiert werden. Erwerbstätige sparen sich somit im kommenden Jahr 3,6 Milliarden Euro, verkündete Finanzminister Magnus Brunner. 2,4 Milliarden Euro würden automatisch über die Erhebung der Tarifgrenzen kommen. Das verbliebene letzte Drittel könne für Schwerpunktsetzungen verwendet werden. Während 2023 lediglich die ersten zwei Tarifstufen entlastet wurden, sollen im kommenden Jahr sämtliche Einkommensbezieher entlastet werden. Mit der Ausweitung der steuerlichen Begünstigung von Überstunden sollen außerdem steuerliche Anreize für Mehrarbeit gesetzt werden. So soll der monatliche Freibetrag für 18 Überstunden in den Jahren 2024 und 2025 200 Euro im Monat betragen. Der Grundbetrag für Selbstständige soll unterdessen auf 33.000 Euro angehoben werden. Die Homeoffice-Regelung wird unbefristet verlängert. Auch der Kindermehrbetrag wird von 550 Euro auf 700 Euro angehoben. Der Freibetrag für Schmutz-, Erschwernis- und Gefahrenzulagen und Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit steigen auf 400 Euro. Der Zuschuss eines Arbeitgebers zur Kinderbetreuung soll nur für Kinder bis 14 Jahre möglich sein und von 1.000 Euro auf 2.000 Euro verdoppelt werden. Das heftige Sturmtief Daniel in Zentralgriechenland hat vor wenigen Tagen für Hochwasser und schwere Schäden gesorgt. Auch das Grazer Ehepaar Michaela und Philipp wurden seitdem vermisst. Nachdem Anfang der Woche eine weibliche Leiche am Strand entdeckt wurde und kurz darauf auch eine männliche Leiche, gibt es nun traurige Gewissheit. DNA-Spuren der Frauenleiche haben ergeben, dass es sich tatsächlich um die vermisste Grazerin handelt. Weil ein weiblicher Fahrgast im Bus kein gültiges Ticket hatte und sich nicht ausweisen wollte, entbrannte ein heftiger Streit, der zuerst die eine, jetzt die andere Frau in Wien vor die Richterin brachte. Verleugnung, falsche Beweisaussage und Körperverletzung. Weil eine Frau im Bus kein gültiges Ticket hatte und sich nicht ausweisen wollte, entbrannte ein heftiger Streit, der zuerst die eine, jetzt die andere Frau in Wien vor die Richterin brachte. Verleumdung, falsche Beweisaussage und Körperverletzung stehen im Raum.
Am Video ist ersichtlich, dass sie mich aus dem Bus gedrängt hat. Da habe ich mich am Fuß verletzt, ich war ja auch im Spital. Bleibt die Angeklagte im Wiener Landl bei ihrer Version, die die 59-Jährige nun selbst vor die Richterin brachte. Die Frau ist Kontrolleurin und erwischte am 3. April Schwarzfahrerin O ohne Fahrschein. Weil diese weder mit ihr aussteigen noch sich ausweisen wollte, kam es zum Streit zwischen den beiden Frauen. Wegen Körperverletzung musste sich zuerst die Schwarzfahrerin verantworten. Doch das Blatt wendete sich. Das Beweisverfahren brachte ans Licht, dass es vielmehr die Kontrolleurin war, die Frau O verletzte. Es war ein sehr ausufernder Vorfall, wo sie ausholten und Schläge ausführten. Sie haben die Frau geschlagen und am Körper verletzt. Sie sind selber gestürzt, versuchte man der Kontrolleurin klarzumachen, warum sie selbst nun wegen falscher Beweisaussage, Körperverletzung und Verleumdung angeklagt ist. Meine Mandantin arbeitet seit 20 Jahren bei den Wiener Linien. Plötzlich wird sie angegriffen. Und dann steht sie auch noch vor Gericht. Kündigt Anwalt Sascha Flatz nach der Verurteilung zu 20 Monaten bedingt zur Fortberufung an. Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst und die Landesämter für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung Niederösterreich und Wien haben am 13. September im Zuge von 7 Hausdurchsuchungen bei der Hooligan-Gruppierung Unsterblich Wien zahlreiche NS-Gegenstände sichergestellt. Den Mitgliedern der Gruppierung werden Verstöße gegen das Verbotsgesetz vorgeworfen. Seit Frühling 2022 führt die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst ein Ermittlungsverfahren gegen Mitglieder der rechtsextremen Hooligan-Gruppe Unsterblich Wien wegen des Verdachts auf nationalsozialistische Wiederbetätigung. Am Mittwoch wurden bei der Hausdurchsuchung, die von der Staatsanwaltschaft Wien angeordnet wurde, bei der Gruppe nun zahlreiche NS-Devotionalen sichergestellt, wie das Innenministerium am Freitag in einer Aussendung bekannt gibt. In der Hooligan-Szene besteht eine allgemein hohe Gewaltbereitschaft. Wenn diese Gewaltbereitschaft auf Rechtsextremismus trifft, entsteht eine sehr gefährliche Lage, die dank der Ermittlungen entschärft wurde, sagte Franz Ruf, der Generaldirektor für öffentliche Sicherheit. Bei 13 Personen ordnete die Staatsanwaltschaft demnach 7 Hausdurchsuchungen sowie sofortige Einvernahmen und Sicherstellungen an. Bei den Verdächtigen sind zahlreiche NS-Devotionalen, Kutten, Waffen, Handys, Datenträger und kleine Mengen an Drogen sichergestellt worden, hieß es weiter in der Aussendung. Eingeleitet wurde das Ermittlungsverfahren letztes Jahr, weil Angehörige der Gruppe seit November 2021 immer wieder öffentlichkeitswirksam mit den Lederkutten, Jeans oder Lederwesten, wie sie auch im Motorrad- oder Rockerclub getragen werden, zu sehen waren. Es besteht der Verdacht, dass die handelnden Personen durch das Öffentliche zur Schau stellen, der stilisierten NS-Symbole gezielt nationalistisches Gedankengut verbreiten wollten. Bereits in der Vergangenheit sei die Gruppe im Zusammenhang mit Rechtsextremismus aufgefallen. Zahlreiche Mitglieder hätten eine eindeutig neonazistische Gesinnung, heißt es in der Aussendung. Die Ermittlungen würden noch andauern. Es ist nicht das erste Mal, dass gegen die Gruppe ermittelt wird. Im September 2011 ermittelte die Staatsanwaltschaft Wien gegen Mitglieder von Unsterblich, weil diese auf Video dokumentiert beim Einmarsch ins Stadion Hitlergruß und Kühnengruß zeigten. Das Verfahren wurde jedoch eingestellt. 2015 wurden im Prozess um den Sturm auf das Ernst-Kirchweger-Haus in Wien 2 Hooligans wegen Hausfriedensbruch, einer zusätzlich wegen Körperverletzung zu 12 bzw. 14 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. 5 Mitglieder der Gruppe wurden damals mangels Beweisen freigesprochen. Fridays for Future ruft am heutigen Freitag zum 14. globalen Klimastreik auf. Auch in Österreich, allen voran in Wien, wird fleißig demonstriert. In der Landeshauptstadt fiel der Startschuss für die Demo um 12 Uhr in der Wiener Innenstadt. Ja, am 15. September wird weltweit gestreikt, und zwar wegen dem Klima. Ja, und hier auch in der Bundeshauptstadt in Wien sind einige bekannte Gesichter mit dabei. Was wird denn jetzt genau gefordert auch von der Politik und warum ist es jetzt auch so ein großes Thema? Weil es gab es ja schon vor Jahrzehnten auch dieses Thema. Also wie Arnold Schwarzenegger quasi noch Governor war, da hat es ja genau auch so ein Thema gegeben. Warum ist es jetzt auch 2023 gerade so in, würde ich mal sagen? Weil die Zeit immer knapper wird. Wir haben diesen Katastrophensommer hinter uns und wir alle spüren, irgendwas liegt im Argen. Die Klimakrise trifft immer mehr Menschen in ihren persönlichen Existenzen. Sie schwemmt Häuser weg. Wir haben vermehrte Hochwasser, wir haben vermehrte Dürren. Bauern jammern darüber, dass das mit der Ernte nicht mehr funktioniert. Und deswegen müssen wir auf die Straße gehen. Einerseits muss man jetzt Symptombewältigung machen, das heißt das, was die Klimakrise auslöst, abfangen. Und da ist es wichtig, dass wir uns überlegen, wie wir uns auf diese Katastrophen vorbereiten. Und andererseits endlich
endlich das tun, was schon so lange notwendig ist, nämlich dass die Politik einfach ihre Versprechen einhaltet. Das Pariser Klimaabkommen, die 1,5-Grad-Grenze, das ist unterschrieben worden. Ich weiß nicht, warum man jetzt so tut, das wird es nicht geben. Sie sind ja die Großeltern von der Lena Schilling. Sie ist ja auch eines der Gesichter auch von Fridays for Future. Wann haben Sie bemerkt, auch als Großeltern, dass es für die Lena so ein wichtiges Thema ist? Das habe ich mit 14 Jahren bei ihr gemerkt, weil wenn wir uns getroffen haben, hat sie so politische und interessante Aussagen getroffen und Diskussionen, dass ich mich manchmal gewundert habe und mir gedacht, das macht sie jetzt nur mir zuliebe. Aber das ist sie von Grund auf, das ist ihr Leben. So die letzten Jahrzehnte, hat sich da was geändert? War das früher anders? War es früher vielleicht ein bisschen besser, weil einfach weniger Menschen waren? Oder wie haben Sie das auch so generell erlebt in den letzten Jahren? Naja, es ist kein Tabuthema mehr. Natürlich ist es eine Minderheit, die aktiv ist. Aber es ist einmal ein lautes Thema und ich glaube, es sickert so ins Bewusstsein ein. Es ist halt ein sehr schleichender und langsamer Prozess, aber ich habe die Hoffnung, es wird immer mehr. Ja, euch sieht man ja immer mehr jetzt auch im Fernsehen. Ihr gebt da auch eure Statements ab. Wann habt ihr gemerkt, auch für euch, ihr seid ja beide noch sehr jung, wann habt ihr gemerkt, hey, das Thema interessiert mich einfach brennend, da muss was getan werden? Es ging mir nicht darum, dass mich interessiert. Ich habe ja in der Uni irgendwie gelernt und in der Schule, hey, die Klimakrise ist da, müssen wir es tun. Und 2019, einfach mit Fridays for Future, haben wir gedacht, wir müssen die Regierung ja nur kurz erinnern. Die haben da was vergessen. Aber das Orga ist ja, jetzt stehen wir hier seit 5 Jahren und müssen immer noch dafür kämpfen. Und in diesem Sommer, die Klimakatastrophen sind eskaliert. Und es braucht endlich eine Reaktion, die dem auch angemessen ist, bevor es zu spät ist. Weil es geht einfach um viel. Es wird immer schlimmer. Und umso mehr wir jetzt unsere Emissionen runterbringen, umso besser ist es. Jetzt, Valerie, du stehst ja auch in der Öffentlichkeit, da wirst du auch viel kritisiert, wenn man zum Beispiel mal in den Urlaub fährt. Das sind, glaube ich, auch so in den letzten Tagen immer so diese Fragen auch von Journalisten gewesen. Wie kann man das auch rechtfertigen oder was sagst du auch dazu? Es geht halt im Endeffekt nicht um diesen Verbrauch, den jeder selber hat. Natürlich kommt es auch drauf an, aber es geht hier in diesem Fall um ganz große Entscheidungen auf UN-Ebene, auf EU-Ebene und dass da Regulierungen und Maßnahmen gesetzt werden. Und diese fordern wir. Und da muss Österreich auch ganz klar sich positionieren und dabei sein. Und Österreich ist zum Beispiel das einzige Land der EU, das noch kein Klimaschutzgesetz hat. Und das finde ich halt vollkommen absurd. Und deshalb sind wir halt heute auch hier, um das einzufordern. Muss halt jeder was tun. Natürlich muss China was tun und Amerika. Aber China tut zum Beispiel unfassbar viel für Klimaschutz. Das hören wir hier drüben nur nicht so. Aber wir müssen als kleines Land Österreich genauso viel tun wie jetzt Amerika. Wir müssen alle zusammenhelfen. Und wenn jetzt Europa mit gutem Beispiel vorangeht, dann muss ja auch Amerika und China folgen. Wir müssen einfach verstehen, dass wir hier alle im gleichen Boot sitzen und dass es um unsere Zukunft geht und um die Zukunft unserer Kinder. Glaubst du, dass die Politik da wirklich auch nachgeht, wenn man zum Beispiel wieder liest, dass eine EU-Kommissionspräsidentin 57 Mal mit einem Privatjet fliegt? Das ist ja auch eine Doppelmoral, oder? Das ist genau das Problem. Es gibt diese Doppelmoral. Andererseits sind immer so Leute, die halt dann wirklich viel bewirken. Müsste halt oft auch an mehreren Stellen gleichzeitig sein. Ja? Also ich denke mir so, was tust du eigentlich fürs Positive? Da kommt wieder dieses Schwarz und Weiß denken. Wenn die privat auf Urlaub fliegt mit Privatjet, ist dann wieder was anderes. Ja? Aber ich denke mir halt, wenn jemand bewusst etwas sucht, etwas zu tun, wie ein Schwarzenegger zum Beispiel, ja, der irgendwie dafür geschändet wird, weil er mit dem Privatjet jetzt gekommen ist, um eine Ansprache zu halten. Was dieser Mann leistet schon seit Jahrzehnten, ja, für das Klima, was der Millionen schon aufgestellt hat, da finde ich halt, klar, es ist nicht optimal, aber der macht einfach viel. Ja? Und wenn wir alle so viel machen würden wie er zum Beispiel, ja, dann würden wir auch ganz woanders stehen. Wie soll das denn generell aussehen? Was heißt es auch für den Bürger? Für den Bürger heißt das, dass wenn wir in dieser Energietransformation aus den fossilen Energieträgern aussteigen in die Erneuerbaren, darf das für den Bürger nicht mehr Kosten bedeuten. Das ist ganz wichtig, damit es auch tragfähig in der Gesellschaft ist. Und wichtig für den Bürger ist auch, dass er in einer lebenswerten Stadt auch in Zukunft leben kann, auch wenn es sehr, sehr viel heißer ist. Daher sind die Klimaanpassungsmaßnahmen in der Stadt extrem wichtig, wofür wir uns auch einsetzen. Statt sich um die Klimaprobleme zu kümmern. Yes! Vergangenen Herbst erreichten die Asylzahlen ein Rekordniveau. Gemeinden in Tirol und Vorarlberg sahen sich gezwungen, vorübergehend Zelte aufzustellen. Ein symbolischer Akt, bei dem es auch ums Geld ging, das die Bundesländer für die Unterbringung von Flüchtlingen vom Bund erhalten haben.
Die Kosten in der Grundversorgung von Geflüchteten werden neu aufgeteilt. Umgestellt werden soll auf ein sogenanntes Realkostenmodell, das zunächst über 4 Jahre in Wien erprobt wird, wie Innenminister Karner und der zuständige Wiener Stadtrat Hacker am Freitag in einer gemeinsamen Pressekonferenz erklärten. Da geht es einerseits um die Bereitstellung von Quartieren. Erstens, da geht es zweitens, und das ist heute eines der Hauptthemen, vor allem um die Betreuung sogenannter vulnerabler Gruppen. Was sind vulnerable Gruppen? Das sind insbesondere Kinder, Jugendliche, behinderte Menschen, Menschen, die besondere Betreuung bedürfen. Und es geht drittens darum, dass wir auch die entsprechenden Sicherheitsleistungen einbeziehen. Sicherheitsleistungen für die Quartiere, aber auch für das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung. Aktuell werden die Kosten noch pauschal berechnet. Waren sie in der Realität höher als diese Pauschale, musste die Differenz bisher entweder vom Fonds Soziales Wien oder der betreuenden NGO aufgebracht werden. Ab 2024 soll nach dem Modell, was es wiegt, das hat es, vorgegangen werden. Für sogenannte vulnerable Gruppen bereits rückwirkend ab 2023. Und ich halte es auch für dringend notwendig, die Non-Profit-Organisationen Wien, die Hilfsorganisationen, die Samariter, die Arbeiter-Samariter, die Volkshilfe, die Caritas, wie sie alle heißen, die Diakonie, können nicht gezwungen werden, letzten Endes durch unser Finanzierungssystem, sich die notwendigen Personalkosten, die notwendigen Infrastrukturkosten für Gebäude etc. selbst zu zahlen. Das ist inakzeptabel. Wer ordentliche Leistung haben will, wer ordentliche Qualität haben will, kann das auch beauftragen, muss aber auch bereit sein, dafür zu zahlen. Das Modell ermögliche zudem eine bessere Betreuung, etwa von Jugendlichen. Obdachlosigkeit und damit Kriminalität könnten verhindert werden. Angelegt ist das Pilotprojekt auf 4 Jahre. Eine Evaluierung erfolgt dann Mitte kommenden Jahres. Aufgrund der Berichterstattung des ORF in der Causa Till Lindemann vom 24. Juli 2023 hat dieser eine einstweilige Verfügung gegen den ORF am Landesgericht Hamburg erwirkt. Ja, der ORF berichtete über den Fall Beate H., die gegenüber dem ORF ihre angeblichen Erfahrungen mit dem Rammstein-Sänger geteilt hatte. Rammstein-Sänger Till Lindemann hat neuerlich eine einstweilige Verfügung im Zusammenhang mit Berichten über Vorwürfen gegen ihn erwirkt. Diesmal geht es um Aussagen einer Frau, über die am 24. Juli vom ORF berichtet wurde. Das Landesgericht Hamburg hat den ORF nunmehr untersagt, den Verdacht zu erwecken, Till Lindemann habe im Zuge der Rammstein-Tour gewalttätige Handlungen an einer Frau gegen deren Willen vorgenommen, hieß es in einer Erklärung von Lindemanns Anwälten. Auf Anfrage der APA hält der ORF dazu fest, das Gericht begründete seine Entscheidung damit, dass Zeit und Ort des geschilderten Vorfalls nicht offengelegt worden seien, wodurch Herr Lindemann nicht die Möglichkeit erhalten habe, sich ausreichend zu verteidigen. Eben jene Informationen hat der ORF in der Berichterstattung und auch vor Gericht bewusst nicht offengelegt, weil Anonymität und Quellenschutz oberste Priorität für den ORF haben. Durch Offenlegung von Ort und Zeit wären Rückschlüsse auf die Identität der Frau möglich gewesen, wodurch Repressalien zu erwarten gewesen wären. Weil die Betroffene anonym bleiben wollte, habe sie bisher auch keine Anzeige gegen Lindemann erstattet. Die damaligen Berichte waren mit Chatprotokollen, Fotos und 2 unabhängigen Gutachten untermauert. Von Rechtsmitteln sieht der ORF ab, wird aber über etwaige neue Erkenntnisse in dem Fall umgehend berichten, heißt es. Nach dem tödlichen Nashornunfall am Dienstag hat der Zoo Salzburg ab heute wieder geöffnet. Das Nashornhaus, in dem die 33-jährige Tierpflegerin ums Leben gekommen ist, bleibt allerdings geschlossen. Für die Verstorbene wird ein Ort der Erinnerung eingerichtet. Nach dem tragischen Unfall am Dienstagmorgen im Zoo Salzburg öffnet der Tiergarten am Freitag wieder seine Tore. Das Nashornhaus bleibt aber weiterhin für Besucher geschlossen. Die Nashörner werden dagegen wie gewohnt tagsüber auf den Außenanlagen sein. Auch mit dabei die beteiligte Nashornkuh Yeti.
Sie darf vorerst im Salzburger Zoo bleiben, so lange, bis sich die Mitarbeiter des Zoos nicht mehr wohl mit dem Nashorn fühlen sollten, wie die Zoochefin Sabine Grebner bei einer Pressekonferenz am vergangenen Mittwoch mitteilte. Dann müsste Yeti in einen anderen Zoo umziehen. Die Zoo-Mitarbeiter sind bereits wieder im Dienst tätig und setzen ihre Arbeit fort. Der Zoo bittet die Besucher, die Privatsphäre der Mitarbeiter zu respektieren und sie nicht auf den tragischen Vorfall anzusprechen, wie vom Aufsichtsratsvorsitzenden Josef Schöchel auf der Website des Zoos mitgeteilt wurde. Im Gedenken an die verstorbene Pflegerin wurde im Afrika-Bereich des Zoos eine Gedenkstätte eingerichtet. Die junge Frau wurde am Dienstagmorgen tragischerweise beim Eincremen des 1800 Kilogramm schweren Nashorns Yeti getötet. Ihr Ehemann versuchte einzugreifen und konnte das Nashorn vertreiben, wurde jedoch am Oberschenkel schwer verletzt. Für die Pflegerin kam jede Hilfe zu spät. Die Ukraine beanstandet ab 18. September den Vorwurf des Völkermordes, den Russland als Grund für seinen Einmarsch im Februar 2022 angab. Österreich hat sich mit 31 weiteren Staaten dem Verfahren am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag angeschlossen. Die Ukraine beanstandet ab 18. September den Vorwurf des Völkermordes, den Russland als Grund für seinen Einmarsch im Februar 2022 angab. Österreich hat sich mit 31 weiteren Staaten dem Verfahren am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag angeschlossen. Eine Verurteilung wird es aufgrund der fehlenden Kompetenz nicht geben. Die Klage wurde bereits am 26. Februar 2022 in den Niederlanden eingereicht. Die russische Seite hatte der ukrainischen vorgeworfen, einen Völkermord an der russischsprachigen Bevölkerung im Donbass zu begehen. Ein Mythos, den Russland als Kriegspropaganda einsetzte. Der Auftakt des Verfahrens ist am Montag, dem 18. September. An diesem Tag wird die russische Seite angehört, am Dienstag folgt die Ukraine. Am Mittwoch sind 32 weitere Staaten an der Reihe, darunter Österreich, Deutschland, Kanada und Neuseeland. Die zweiten Anhörungen sind dann von 25. bis 26. September geplant, wobei hier nur noch die Ukraine und Russland zu Wort kommen. Der Internationale Strafgerichtshof ist das höchste Gericht der Vereinten Nationen, das Konflikte zwischen Staaten lösen soll. Seine Urteile sind nicht bindend, eine Berufung nicht möglich. Das Gericht besitzt jedoch keine Machtmittel, um einen Staat zu zwingen, ein Urteil umzusetzen. Es könnte zwar den UNO-Sicherheitsrat einberufen, in diesem verfügt Russland aber ein Vetorecht. Der Internationale Gerichtshof hatte im März 2022 bereits erfolglos den sofortigen Stopp des Kriegs gefordert. Kürzlich wurde ein Büro in Kiew eröffnet, das dazu beitragen soll, Gerechtigkeit wiederherzustellen, wie der ukrainische Generalsekretär auf der Plattform X berichtete. Sein Land werde transparent sein und den Fachleuten Zugang zu Tatorten, Beweisen und Aussagen von Zeuginnen und Zeugen gewähren. Vergangenen Freitag wurde Marokko von einem Erdbeben der Stärke 6,8 erschüttert. Mindestens 2.946 Menschen kamen ums Leben, weitere 5.674 sind verletzt. Ein Anstieg der Zahlen wird weiterhin befürchtet. In den sozialen Medien kursieren Aufnahmen, die unmittelbar vor dem Beben merkwürdige Lichter am Himmel zeigen. Kurz vor dem schweren Erdbeben in Marokko am vergangenen Freitag, bei dem fast 3000 Menschen ums Leben gekommen sind, soll am Nachthimmel ein eigenartiges Lichtphänomen, das an Wetterleuchten erinnert, zu beachten gewesen sein. Möglicherweise handle es sich dabei um sogenannte Erdbebenlichter. Über den Auslöser der bläulichen Leuchterscheinung wird in sozialen Medien intensiv diskutiert. Es handelt sich dabei wahrscheinlich um ein Phänomen, das als Earthquake Lights bezeichnet wird. Diese Ausbrüche von hellem, manchmal tanzendem Licht in verschiedenen Farben geben noch immer Rätsel auf.
In der Wissenschaft gibt es bis dato keinen Konsens darüber, was sie verursacht. Manche Forscher bezweifeln sogar, dass es solide Beweise dafür gibt. Für den pensionierten US-Geophysiker John Dare, er ist Mitautor mehrerer wissenschaftlicher Studien, sind die Erdbebenlichter aber definitiv real, wie er gegenüber dem TV-Sender CNN erklärt. Ob man Leuchterscheinungen sehe, hänge von der Dunkelheit und anderen günstigen Faktoren ab, so der Wissenschaftler. Mit Forscherkollegen hat Dare Informationen über 65 amerikanische und europäische Erdbeben, die mit vertrauenswürdigen Berichten über Erdbebenlichter in Verbindung stehen, ausgewertet und die Ergebnisse 2014 in der Fachzeitschrift Seismological Research Letters veröffentlicht. Der Sohn von US-Präsident Joe Biden, Hunter Biden, ist wegen illegalen Waffenbesitzes angeklagt worden. In der am Donnerstag von einer Grand Jury im US-Staat Delaware erhobenen Anklage wird dem 53-Jährigen vorgeworfen, 2018 kurzzeitig einen Revolver besessen zu haben, obwohl ihm das als Drogenkonsument verboten war. Der Sohn von US-Präsident Joe Biden, Hunter Biden, ist wegen illegalen Waffenbesitzes angeklagt worden. In der am Donnerstag von einer Grand Jury im US-Staat Delaware erhobenen Anklage wird dem 53-Jährigen vorgeworfen, 2018 kurzzeitig einen Revolver besessen zu haben, obwohl ihm das als Drogenkonsument verboten war. Im Kern dreht sich die Causa um falsche Angaben beim Waffenkauf. Insgesamt gibt es 3 Anklagepunkte, wie US-Medien weiter berichten. Eine Anklage wegen illegalen Waffenbesitzes werde an sich nur sporadisch gegen Ersttäter erhoben, so die New York Times. Die Zeitung legt in diesem Zusammenhang nahe, dass es insbesondere bei Fällen, in denen die Waffe, so wie bei Hunter Biden, bei keinem Verbrechen benutzt worden sei, eine eher ungewöhnliche Vorgangsweise sei. Der Sohn des US-Präsidenten hatte bereits im Juni im Zuge einer Vereinbarung mit der Bundesstaatsanwaltschaft von Delaware illegalen Waffenbesitz sowie Steuervergehen eingeräumt. Im Gegenzug für ein Schuldbekenntnis in beiden Fällen sollte er nur eine milde Strafe bekommen. Außerdem wäre ihm ein Prozess erspart geblieben. Die Ermittlungen und ein möglicher Prozess gegen Hunter Biden könnten indes auch Einfluss auf das angelaufene Rennen um das Weiße Haus haben. Joe Biden will bei der 2024 anstehenden US-Präsidentschaftswahl erneut für die Demokraten antreten. Zwar geht es bei den Ermittlungen gegen seinen Sohn nicht um den Präsidenten, die Republikaner stellen die Bidens aber immer wieder als Verbrecherfamilie dar. Der Präsident hat die Angriffe gegen sich und seine Familie in der Vergangenheit als Verleumdungskampagne zurückgewiesen. Schulen sind geschlossen, Straßensperren errichtet. Wieder gibt es in mehreren Gemeinden in Indien einen Lockdown. Diesmal geht das Nipah-Virus um, mit einer hohen Sterberate und langen Inkubationszeit. Nach dem Tod zweier Menschen durch das Nipah-Virus sind im südindischen Bundesstaat Kerala Schulen und Büros geschlossen worden. Wie die Behörden am Freitag mitteilten, wurde bei 4 weiteren Menschen eine Infektion mit dem Erreger bestätigt. Mehrere hundert Kontaktpersonen seien ebenfalls auf das Virus getestet worden. Die Resultate, die würden noch ausstehen, heißt es weiter. Man wolle aktiv weitere Fälle suchen. Das sagte Keralas Gesundheitsministerin. Der Regierungschef von Kerala wies die Bevölkerung an, öffentliche Versammlungen in dem betroffenen Distrikt vorerst zu meiden. In dem Distrikt gab es unter anderem 2018 einen größeren Nipah-Ausbruch, bei dem 21 Menschen starben. Nipah-Ausbrüche kamen auch schon in Singapur und Malaysia vor. Das Virus kann nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation von Tieren wie Flughunden oder Schweinen auf Menschen übertragen werden, aber auch durch verunreinigtes Essen oder direkt zwischen Menschen. Eine Infektion kann demnach symptomlos bleiben, aber auch zu akuten Atemwegsbeschwerden und zu lebensgefährlichen Entzündungen des Gehirns führen. Den Angaben zufolge sterben schätzungsweise 40-75% der Erkrankten. Arzneimittel oder einen Impfstoff gegen das Virus gibt es bisher nicht. Auf dem Flug nach Ibiza kann ein Pärchen die Party wohl nicht abwarten. Beim Schäferstündchen funkt allerdings die Kabinenbesatzung unter Applaus der restlichen Passagiere zusammen. Immerhin sind sie nun Mitglied im Mile High Club.
Ibiza flog mal anders. Mit einem solchen Vorfall hatten die meisten Reisenden eines EasyJet-Flugs von London auf die Nachbarinsel von Mallorca sicher nicht gerechnet. Während der Reise vernehmen die Passagiere ziemlich eindeutige Geräusche aus der Flugzeugtoilette. Angefeuert vom Publikum öffnet der Flugbegleiter schließlich die Toilettentür. Und siehe da, ein Paar vergnügt sich in dem engen kleinen Waschraum. Die anderen Reisenden trauen ihren Augen nicht und die ganze Maschine bricht in lautes Gelächter aus. Oh mein Gott, ruft eine Passagierin laut. Für das Pärchen, das den Vorfall zunächst auch recht lustig fand, endete der Flug aber alles andere als angenehm. Auf die beiden wartete am Flughafen von Ibiza die Polizei, die offenbar ein Verfahren eröffnet hat. Denn Geschlechtsverkehr in der Öffentlichkeit, und dazu zählt auch eine Flugzeugtoilette, ist nicht erlaubt. Die britische Tageszeitung The Sun zitiert einen EasyJet-Sprecher mit den Worten: "Wir können bestätigen, dass es auf Ibiza zu einem Polizeieinsatz kam." Aviation-Portalen zufolge drohen den unsittlichen Passagieren je 1000 Euro Bußgeld. Im schlimmsten Fall ein Monat Gefängnis. Und das alles nur wegen ein bisschen Lust über den Wolken. Wir kommen zum Wetter mit den Aussichten auf das Wochenende. Morgen am Samstag scheint die meiste Zeit die Sonne, nur wenige Wolken zeigen sich. Nach einem frischen Start steigt die Temperatur tagsüber auf bis zu 26 Grad. Am Sonntag weiterhin trocken mit viel Sonnenschein. In der Früh können sich vor allem in der Donaunähe vorübergehend flache Nebelfelder halten. Der Wind aus Südost ist diesmal schwach, höchstens mäßig. Es wird noch eine Spur wärmer, die Temperatur erreicht rund 26 Grad. Am Montag überwiegend sonnig mit einigen dünnen Wolkenfeldern und sehr warm bei bis zu 29 Grad. Aber auch sehr windig, tagsüber starker Südostwind und am Dienstag wechselnd bewölkt mit einzelnen Regenschauern im Tagesverlauf. Dazu auffrischender Westwind und weniger warm mit einem Höchstwert um die 25 Grad. Am Mittwoch sowohl sonnige Stunden als auch ausgedehnte Wolkenfelder, wahrscheinlich aber sehr trocken. Aufkommender Südostwind und je nach Sonne 24 bis 26 Grad. Das waren sie, die Krone News am heutigen Freitag. Weiter geht es mit dem Sport. Ich wünsche noch einen schönen Abend und ein erholsames Wochenende.